Endlich mal richtig frischer Krimi-Nachschub. Film.tv. Dürfen wir euch vorstellen, es gibt eine neue Ermittlerin im Fernsehen. Kriminalhauptkommissarin Rasmussen. Wir brauchen die Spurensicherung. Die Krimi-Familie im Ersten bekommt Zuwachs. In Flensburg liegt die neue Filiale. Dort im hohen Norden ist das Klima manchmal heiter, manchmal tödlich. Mein Ausbilder hat immer gesagt, ein bisschen was geht immer. Wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt, werdet ihr ein richtig gutes Team. Mal was ganz anderes. Machst du jetzt Herrn auf Gangster-Rapper oder was? Ein neuer Style. Die beiden Ermittler heißen Svenja Rasmussen und Antoine Haller. Auf ihren Schultern ruht gleich zu Beginn ein großes Paket an Bemühungen um Diversität. Svenja lässt sich nach einem tödlich verlaufenen Einsatz aus Hamburg versetzen, verlässt ihre Lebensgefährtin, kümmert sich dafür um ihren psychisch kranken Vater. Komm aus deinem Schneckenhaus. Lorenz ist tot und damit müssen wir uns alle abfinden. Kannst du dich damit abfinden? Wirklich? Oder machst du dir nur was vor? Partner Antoine ist motivierter Nachwuchspolizist mit ghanaischen Vorfahren und aufgrund seiner Hautfarbe schnell mit dem Thema Rassismus konfrontiert. Ich mag diesen Befehlston nicht, ganz grundsätzlich. Einer muss hier das Sagen haben, sonst. Oder ist es, weil ich eine Frau bin? Oder ich schwarz? Ich bin mehr für Teamwork, das alles. Nun müssen also beide zusammenarbeiten. Und wie das bei neuen Teams, die unfreiwillig kooperieren müssen, so ist, sie reiben sich. Jetzt komm schon, das ist ein echter Glücksfall für uns. Sie hat Erfahrung, gute Zeugnisse und sie kennt den Laden. War ja lange genug hier. Partnerin oder Chefin? Svenja Rasmussen wird von Katharina Schlothauer gespielt, die erst zu Beginn des Jahres an der Seite von Bjarne Mädel in Ferdinand von Schirachs Feinde eine überzeugende Darstellung bot. Im Laufe des Jahres allerdings mit ihrer Beteiligung an der zweifelhaften Online-Aktion Alles dicht machen in den Verdachtskreis der Corona-Leugner rutschte. Ja, naja, man sollte ja auch nicht Polizist werden, wenn man mit so einer Situation nicht umgehen kann, richtig? Oder Polizistin. Eugene Boateng in der Rolle des Partners Antoine Haller kommt ursprünglich aus dem Tanz- und Modelbereich. Als Schauspieler konnte er bislang weitgehend in Nebenrollen auf sich aufmerksam machen. Ah, ich habe nur eine ziemlich lange Pechträne gehabt. Wie lang? Ganz schön lang. Soll ich Ihnen was leihen? Nein, ich mach das schon irgendwie, ich krieg das hin. Einsatz in den Straßen von Flensburg. Zwei neue Ermittler in der Donnerstagskrimi-Reihe in ihrem ersten Fall, der Tote am Strand. Es ist vorbei. Tu, was sie sagt. Und das Allerbeste an diesem Krimi ist, er ist nicht nur Donnerstag im Fernsehen zu sehen, sondern auch schon ab sofort in der ARD-Mediathek.